So, wir sind beim Scaff-House gespawnt. Sehr schön. Den Spawn mag ich. Weil das einzige Gefährliche ist, dass uns jetzt gleich einer entgegenkommt und den sollten wir zuerst sehen. Okay. Ja, das ist der Kindergarten, wo die Emma vorher war. Der hat im Jahr 3 Tage zu. Das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Das ist besser, ja. Aber es ist halt hier so... ja. Keine Ahnung. So, hier unten auf dem Feld können immer gerne Scaffs rumrennen, aber... Da ist im Moment keiner. Kann ich eigentlich irgendwie noch näher ranzoomen? Nee, gell? Nee, dann müsstest du dir einen Scope oben drauf schrauben. Es ist nicht sowas, dass man mit irgendwie Shift die Luft anhalten kann oder irgendwie so ein Kram. Das kann man mit Alt. Ah, okay. Aber es lohnt sich wahrscheinlich bei Kim und Korn nicht. Nicht so richtig. Ja, ich habe das Gefühl, dass es hier bei uns üblich ist, dass die Muttis zu Hause sind. Ist auch immer, keine Ahnung. Wenn die dann zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, mal mit den Kindern rausgehen, irgendwo hin, also ein bisschen weiter weg, kommen auch immer direkt solche Anfragen. Ja, und die Eltern können gerne mitkommen. Wo ich mir immer denke, ich gebe doch das Kind ab, damit ihr das beschäftigt. Ich will nicht mitkommen. Rechts schießt es. Ja, was heißt nicht wollen, aber es ist halt, ich muss halt auch irgendwann arbeiten, ne? Ja. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Hier ganz am Rand kann eine Leiche liegen, die man gut looten kann. Ja, die ist sogar da. Nicht bis auf die Leiche draufgehen, dann trittst du in eine Mine. Da vorne. Sondern, ach so, hier, die da. Genau vor dir. Ist das ein Sprengfall oder was? Nee, aber dahinter fängt das Minenfeld an. Oder er hat eine Weste dabei. Stufe 3, besser als deine. Und passt zu, optisch absolut zu deinem Idee, Rick. Oh, die Mütze ist wahrscheinlich egal. So, dann hier lang. Weil hier der Baum, das Schild markiert den Todesbereich. Das, alles dahinter tut weh. Der ist schon in Absicht. Oh, da war hier gerade einer. Ich dachte, ich hätte was gehört. Also irgendwas ballert da hinten rum. So, hier drüber. Hier ist ein Stash. Na toll. Was Gutes drin? Boah, ein bisschen Geld. Und eine nutzlose Tasche. Jetzt nutzlos. Achso. Ja, okay. Was ballert denn hier immer zu rum? Das ist der Sniper-Scaff, würde ich sagen. Auf dem Berg oben. Aber der schießt nicht auf uns, oder? Nö, der schießt auf die andere Seite. Das ist der große Berg da vorne. Da oben steht er drauf und schießt runter ins Sägewerk. Also sind da vermutlich Spieler. Da sind immer Spieler. Im Sägewerk unten ist der Boss. Da gibt es guten Loot. Andererseits ist der Boss da, der kann Schlüssel und so einen Kram haben. So, jetzt gucken wir mal, ob da oben Spieler sind im Hang. Andererseits findest du da auch mit ganz viel Glück die MIDI-Waffe vom Boss. Die bringt dir auf dem Flieh so 3,5 Millionen, 4 Millionen. So, die Frage ist, jetzt ist da oben einer, weil da oben ist eine High-Loot-Stelle. Da findest du immer guten Loot.
Mit ganz viel Glück sogar ein LEDX. Das bringt dir allein, wenn du das beim Händler verkaufst, schon 660.000. Okay. Aber deshalb ist da oben halt auch voll ohne Ende. Okay. Wollen wir da tatsächlich hin? Ich dachte, wir wollten nur Skiffs abknallen erstmal. Nö, ich guck nur, ob wir gerade einen sehen. Wir gehen gleich nach links weiter Richtung Skiff. Ah, okay. Ich dachte, du willst es da hochlaufen. Nee. Ich wollte nur gucken, weil ich brauche Sniper-Kills von Spielern, von der Quest. Also. Ja. Ja, weiter. Das war aber jetzt was anderes. Ja, das war ein Spieler, der geschossen hat. Ja, geh weiter. Ich folge dir unauffällig. Oder ich versuch's. Bist du schon losgelaufen? Ja. Was nicht? Ach, nach links. Okay, ja, vergiss es. Hier sind die Schilder, aufpassen. Da wollen wir nicht reinlaufen. Ob solche Schilder in der Realität auch so knapp vor den tatsächlichen Minen stehen? In der Realität gibt es wahrscheinlich sehr viele Minenfelder ohne Schilder. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Russen Schilder aufstellen, oder? Weiß ich nicht, aber wenn sie Schilder aufstellen, könnte ich mir vorstellen, dass sie die mal so 20 Meter vor der ersten Mine aufstellen, oder? Und nicht so 5 Zentimeter vor die erste Mine einfach ein Schild. Wirklich? Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach nur Schilder aufstellen, aber gar keine Minen dahinter legen. In der Realität. Hier würde ich es nicht ausprobieren. Mal gucken, ob wir direkt von hier schon mal einen Skeff sehen können. Kann das sein, dass ich das höre, wie du an deinem Gewehr rumstellst? Ja, wie ich meinen Zoom verändere, ja. Das ist immer dieses leichte Klicken. Das ist, wenn jemand eine Taschenlampe anmacht oder den Zoom verändert. Du hörst ja auch, wenn ich den Feuermodus umschalte zum Beispiel. Ja. Ich sehe es auch. So. Was ist das da links eigentlich für ein Gelände? Irgendwas, was voll mit Minen ist. So, hier sind immer eine Menge Skeffs. Was denn bei Skeffs immer auf den Kopf ziehen, sagst du? Mit der Mosin, ja, wenn sie One-Tap sein sollen. Ansonsten musst du sie mindestens zweimal treffen. Jetzt gucken wir uns mal hier in den Busch und gucken mal, ob da hinten irgendwo Skeffs rumlaufen. Achso, ich muss mal, fällt mir gerade ein. Du meintest ja, ich soll den Stack teilen von Munition. Wie mache ich denn das mit Shift? Alt meine ich. Genau, und so kannst du dann auch nachladen. So, also die meisten Skeffs sind entweder hier direkt vor uns bei dieser Straße oder rechts bei dem Radio Tower da oben. Da vorne läuft schon einer.
Wenn ich den ersten jetzt anschieße, müssten sie in unsere Richtung gelaufen kommen. Na, da rum ist er. Du hast aber einen Schalldämpfer drauf, ne? Naja, die kommen trotzdem. So, du bleibst mal da sitzen und ich spiel mal den Blockvogel. Mal gucken, ob sie kommen. Der ist aber ein ganzes Stückchen schon nach rechts gelaufen wahrscheinlich, oder? Ich habe einen Spieler erwischt. Da saß ein Spieler. Das war gar kein Scaff. Ist tot, oder was? Der ist tot. Headshot. Der saß da ganz entspannt am Bluten. Oh, einer für die Quest. Geht's jetzt? I guess. Ja, jetzt warten wir, ob der einen Kumpel hatte. Und wenn nicht, gehen wir looten. Was ist eigentlich mit meinem Typen los? Was wackelt der mit der Muse die ganze Zeit so rum? Du hast deinen Stamina verbraucht. Du hast links über deinem Stamina-Balken. Ach, ich verbrauche beim, wenn ich anlege, verbraucht das Stamina. Okay, jetzt. Du hast das blaue Stamina, das ist zum Aimen. Hm. Okay, da war ein Spieler. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier ein Spieler rumgeistert. Na gut, wir sind ja auch hier. Ja, wir sind hier zum Scavs töten. Der Typ hatte dickes Anti-Spieler-Equipment an. Jetzt nicht mehr. Also gleich nicht mehr. Sobald du ihn gelootet hast. Ja, bleiben wir jetzt noch sitzen, oder? Was war das? Kurz noch. So, weißt du was? Du machst jetzt mal ein Backup. Wo bist denn du? Irgendwo da drüben noch? Ich sitze immer noch in dem Busch. Okay. Also jetzt vor dem Busch. Da, ich sehe dich. Geh mal rückwärts in den Busch rein. Du musst wirklich schön tief drin sitzen, sonst sieht dich jeder. Aber das so sehe ich halt selber auch nichts. Ja, nimm mal das Ding. Was? Ah. Und hier die beiden Magazine. So, damit hast du 12 Schuss. Zoom machst du mit STRG. Versuch mal. Und dann? Oder Alt? STRG oder Alt? Und dann scrollen oder was? Nee, einfach nur drücken. Der müsste umschalten. Einfach einmal kurz drauf drücken. Der macht dir gar nichts. Oder welche Steuerung? Deine linke Steuerung. Ja, nee, macht er nicht. Ändert sich nichts hier. Dann Shift. Ne, das habe ich doch gerade die ganze Zeit benutzt. Also du musst im Zoom sein, damit sich das überhaupt verändert. Ja, aber hier tut sich ja nichts. Also wenn ich Alt drücke, hält er die Knarre kurz hoch. Droppst du mir bitte nochmal? Ja. Vielleicht habe ich es gelandet. Ja. Vielleicht habe ich den Skill noch nicht dafür. Nee. Was ist jetzt umgeschaltet? Ja, das ist STG. Einfach link. Hast du es umgestellt vielleicht bei dir? Möglich. Wo schmeißt du die hin? Und wirfst du hier 3 Kilometer? Die ist aber weit geflogen. So, dann kommen wir mit. Der ändert bei mir gar nichts. Und dann setzt du dich in den Busch hier rein und guckst hier zwischen den Bäumen nach oben. Da wo dieser sandige Hügel ist, geht's hoch. Ja.
Kannst dich, ich laufe da jetzt hin und du kannst mal gucken, ob mich irgendjemand über den Haufen schießt. Okay. Wo ist denn die Leiche von dem Typen? Genau hier geradeaus. Bei diesem dicken, fetten, ganz großen Baum. Rechts von diesem dicken, fetten, ganz großen Baum. So, ich laufe ein bisschen durch die Büsche. Um Krach zu machen. Weiß übrigens nicht, ob ich dich hier retten kann, wenn da. Ich kann deine Waffe aber retten, vielleicht, wenn ich entkomme. Meine Fresse, hat der Loot dabei. Das sieht aus, als hätte er die Goons geklatscht. Na, aber der ist nur Level 9, das kann nicht sein. Und der hat auch einen ganz großen Rucksack dabei. Hat. Wenn du so Granaten ohne Ende. Wenn du so Zeug dabei hast, lohnt es sich ja wahrscheinlich gar nicht, das zu versichern, oder? Nö, das nehmen die Leute in der Regel immer mit. Wie ist das, wenn du von einem Skeff getötet wirst? Der nimmt nichts mit, oder? Nö. Also da könntest du höchstens Glück haben, dann das dann. Genau. Ich habe ihm alles ausgezogen, was er hatte. Mhm. Das heißt, du kommst wieder hier zu dem Busch und ich schmeiße deine Knarre wieder hin. Dann tauschen wir, ja. Bin ich schon da vorbei? Nee. Ja. Da bist du. Ja, bin ich. So. Oder willst du deine Waffe nicht wieder haben? Doch, die brauche ich noch für die Quest, aber ich habe eine andere für dich, die du benutzen kannst. Die hatte er nämlich dabei. Ja, ich habe dir die mal dahin geschmissen. Die Magazine bräuchte ich dann auch. Achso, eine Schrotflinte. Wegwerfen und wegwerfen. Ich kann die Magazine benennen. Ja, das geht. So, danke. Was ist denn das für ein komisches Visier? Wo muss ich denn damit zielen? Das? Du kannst das obere abbauen. Das hat er, glaube ich, nur draufgebaut, weil er es gefunden hat. Also. Also ich muss mit dem unteren zielen, quasi. Was hast denn du aktuell für eine Rüstung an? Eine Dreier. Die da. Ich habe was Besseres für dich. Das ist ja, da hat auch ein paar schöne Sachen für dich drin, die du benutzen kannst direkt. Ist das Magazin? Jetzt zieh mir die an. Was? Schmeißt alles, was du in deinem Idea-Rig drin hast, kannst du darüber werfen. Mhm. Und dann deine Rüstung und das Idea-Rig weg und die anziehen. Er sagt mir durchsuchen. Ja, weil du noch deine Rüstung an hast. Das ist ein Armor-Rig, du kannst nicht zwei Rüstungen übereinander anziehen. Ach so. So. Und deine Packer kannst du auch weghauen. Genau, so ist auch gut. Ja, jetzt hast du. Achso, ich kann jetzt keine Schutzwehr. Ah, okay. Ja, gut. Der hatte nur keine Kugeln mehr dabei. Also du musst mit dem arbeiten, was aktuell drin ist, oder deine Mosi benutzen. Kann ich das prüfen, was da drin ist? Oder soll ich es mal entladen? Sonst kann ich entladen. Nee. Du kannst, wenn du draußen bist, STRGT drücken. Jetzt hat meine Steuerungstaste einfach nicht funktioniert. Oh, Alt-T, sorry. Ja.
Und was sollte ich da sehen? Voll. Dann steht rechts unten in der Ecke, das Ding ist voll und welche Munition drin ist. Man kann es dann anhand der Magazingröße sehen, wie viele Kugeln du hast. 8 ungefähr. Hast du 8. Zeigst du an, 8 von 8. Okay. Genau, und das sind Slugs, damit kannst du Skeps richtig schön aus dem Leben ballern. Falls wir welche finden. Ja. Und mit STRG kannst du jetzt übrigens auch in deinem Red Dot umschalten, was für ein Red Dot du hast. Mit Steuerung passiert bei mir gar nichts. Dann müssen wir gleich mal gucken. Hab ich das umgestellt? Nee, ich habe da eigentlich bei Steuerung die Standardeinstellung. Hab auch nichts umgestellt, meine ich. Aber gut, dann lass uns das im Menü checken dann nachher. Ja, gehen wir erstmal weiter. 18 Minuten nur noch. Wir sollten uns mal Richtung Ausgang bewegen. So, rechts können gleich Skeps auftauchen. Mhm. Ich bin rot. Was hat denn der da oben eigentlich gelootet? Weil du gesagt hast, der war am Looten. Der hat da oben Skeff erschossen. Da lag ein toter Skeff, aber den hat er nicht erschossen, während wir hier waren. Das hätten wir gehört. Mhm. Vielleicht war der auch schon erschossen, der ist bloß dahin gekommen. Möglich. Vielleicht hat er auch gedacht, wir haben den Skeff als Bait erschossen. Möglich. Sein Gear war leider doch nicht so fett, wie es aussah. Mhm. Ich hatte gedacht, dass die Weste eine 5er ist, ist aber nur eine 3er. Was für ein Noob. Aber die habe ich ja jetzt an, oder? Die 3er. Genau. Weste. Ist besser als eine 2er, die du vorher anhattest. Ich hatte vorher auch eine 3er an. Die blaue war auch 3er. Ja, das stimmt. Aber jetzt leuchtest du nicht mehr blau. Das stimmt. Wie sieht es bei dir mit Essen und Trinken aus? 44, 26. Okay. Ja, müssen wir was finden. Ich bin jetzt vom langen Rumsitzen hungrig geworden. Mhm. Ja, und von der Runde davor. Ja, da sind wir doch gestorben. Ja, aber du, nach dem Sterben hast du trotzdem nicht dein Essen voll. Okay. Weird. Ja, wie mache ich das jetzt? Hast du was zu essen gefunden? Nee. Eine Weste. Eine 4er Armor. Hast du sie mitgenommen? Ja, habe ich mitgenommen. Ich habe eine Notlösung fürs Essen in der Tasche, aber das ist echt eine brutale Notlösung. Ich habe Zucker dabei. Du kannst puren Zucker essen. Das gibt dir zwar Energie, aber zieht dir dafür deine Nahrung komplett, dein Wasser komplett runter. Mhm. Ist auch nicht so geil. Ja. Hier könnte normalerweise auch was zu looten sein. Ist nix. Mhm. Gucken wir jetzt nochmal hier oben. Kann das bei jedem Hochsitz sein, oder was? Weiß ich mittlerweile gar nicht. Bei dem weiß ich sicher, weil hier war früher immer eine Kiste. Die anderen Hochsitze weiß ich nicht, ob da mittlerweile was sein kann. Hier, Wodka kannst du mitnehmen zum Verkaufen. Achso, ich dachte zum Trinken. Leider kann man den hier nicht trinken. Was? Bin überladen übrigens. Mhm, nicht schlimm. Wir laufen jetzt am besten straight Richtung Ausgang. Um noch große Spirenzchen zu machen.
Wie war denn das Essen? Kann ich auch so im Charaktermenü oder muss ich essen, wenn ich hier in so einer Runde bin? Du kannst auch im Charaktermenü essen. Allerdings bringt dir das dann keine Metabolismus-Erfahrung für den Metabolismus-Skill. Das kriegst du nur, wenn du im Raid isst. Mhm. Du kriegst halt pro Level, das du machst, den Metabolismus prozentual mehr aus deiner Nahrung raus und verbrauchst auch weniger über die Zeit. Ich bin zum Beispiel Level 17, ich krieg 17% mehr aus der Nahrung raus, wenn ich sie konsumiere. Okay, ich glaube, ich habe noch nie was gegessen hier. Oder einmal oder so. Und vor allem, wenn du dich ausloggst, solltest du nichts essen, weil du regenerierst Essen und Trinken über Zeit. Mhm. Was auch keinen Sinn ergibt. Um ehrlich zu sein. Ja, na doch, du verbringst ja deine Zeit im Hideout und im Hideout ist Essen und alles da. Ach so, okay. Also zumindest in einem ausgebauten Hideout. Bei mir nicht. Ja, aber es sieht ganz gut aus. Ich will es nicht verschreien, aber das könnte mal wieder ein überlebter PMC-Raid werden. Auch wenn wir mal wieder keine Skeps erwischt haben. Mhm. Aber mit der Pumpgun kannst du ganz gut Skeps wegnatzen, aber das müsste... Kannst du mal kurz B drücken? Einzelfeuer. Ja, ist eine Pump, ist eine Pump-Action-Shotgun. Aber die ist auch wirklich nur für Skeps gut. Muss ich dann irgendwie R drücken, wenn ich einmal geschossen habe, oder macht er das? Nee, das macht er von alleine. Du kannst halt nur nicht schnell hintereinander feuern. Ja gut, okay. Ich bin sehr froh, dass sie bei der Kill mit Sniper Quest die Range-Bedingung weggenommen haben. Letzten Wipe hatten sie dann noch die Bedingung dran, die Kills müssen über eine Distanz von mindestens 125 Metern erfolgen. Mhm. Auf manchen Karten 125 Meter zu erreichen, ist echt hart. Mhm. Hier geht's auf der, aber wenn du zum Beispiel mal an Customs oder auf Interchange an die Mall denkst. Mhm. Muss erstmal überhaupt dazu kommen, irgendwelche Quests zu erfüllen. Bis jetzt erst ein Quest erfüllt. Also das mit den Schrotflinten. Oh, das kriegen wir schon hin. Na, das mit den Schrotflinten war ja kein eigener Quest, das hängt ja zusammen mit den Skeps. Stimmt. Also habe ich noch gar keinen Quest erfüllt. Obwohl doch irgendeins habe ich erfüllt. Doch, du hast, wir haben Jäger gefunden, das haben wir gemacht. Sind das da unten für das mit den Skeps, das kommt mit der Übung. Hm. So, das sollte für beide uns beide ein Ausgang sein hier. Keine Ahnung, wie heißt es denn? Oh, pass auf, da links ist einer. Spieler oder Skeff? Skeff-Spieler. Der rennt nach links weg. Ja, lauf runter zu dem Tor rechts. Und hinter die Betonwand. Komm gleich hierher, damit wir rauskommen. Jetzt kommt er zurück. Das hier ist nämlich genau nebendran. Hm. Ein Felsen weiter, ein Skeff-Ausgang. Ja. Oh, der hat uns gesehen und hat gesehen, dass wir zu zweit sind und ist abgehauen. Hm. Überlebt. Ach Mann, wir... Guck mal, die Distanz zum Beispiel, über die ich ihn jetzt erschossen habe, waren nur 66,4 Meter. Hm.